Ja, hallo, lieber Deutschlandwetter. Wie man hört, bin ich ein bisschen erkältet. Wir schauen in diesem Video aber nur ganz schnell auf den gefrierenden Regen in der kommenden Nacht. Fangen wir an. Und da kommt dann im Laufe der Nacht, oder eher gesagt schon des späten Abends, ja, gefrierender Regen nach Deutschland rein oder erst in NRW. Hier gut zu sehen, da ist die äußerste Westhälfte dann betroffen. Sonst kann es immer mal wieder einzelne kleine Schneeschauer geben. Und im Süden haben wir dann auch noch eine kleine, ja, Schneeschicht. Hinter dem gefrierenden Regen geht das Ganze dann in normalen Regen über. Das ist jetzt hier für 23 Uhr. Schauen wir uns das Ganze dann an. Schauen wir ein bisschen weiter. Schauen wir auf 3 Uhr, da verlagert sich das weiter nach Osten. Hier dann auch am Anfang teils kräftiger gefrierender Regen, teilweise mit akuter Glättegefahr. Und dahinter geht das Ganze dann in Regen über. Für Schnee ist die Luft dann einfach zu mild. Und in der Nacht haben wir dann auch noch am Anfang der Nacht 0 Grad und die Temperaturen steigen im Laufe der Nacht. Blicken wir ein bisschen noch weiter, und zwar dann auf ca. 8, 9 Uhr. Da ist das Ganze dann schon ca. vor Brandenburg angekommen. Aber auch in Nordbayern und Nordbaden-Württemberg ist es dann durchgezogen, mit teilweise auch hier akuter Glättegefahr. Durch diesen gefrierenden Regen, den es dann dort doch geben kann. Und da schauen wir dann mal weiter. Am Ende dieses Vorhersagezeitraums des gefrierenden Regens, das ist so circa 14 Uhr, und dann ist das Ganze an der polnischen Grenze angekommen. Dahinter gibt es dann noch einzelne Schnee, Schneeregen, Graupel und Regenschauer. Im Westen ist es dann deutlich zu mild. Im Osten werden die Temperaturen noch so bei 3, 4 Grad rumlummeln. Schauen wir dann ein bisschen weiter. Schauen wir mal auf Heiligabend. Und dort könnte es doch ziemlich stürmisch oder windig werden. Dazu haben wir uns jetzt diese Windkarte, die jetzt gleich eingeblendet wird, hier eingeblendet wird, uns mal ausgesucht. Und da sehen wir vor allem im Westen, im Südwesten und in der südlichen Mitte gibt es ja, ziemlich ruppigen Wind, teilweise 70 bis 80 km/h. Im Norden ist es ein bisschen ruhiger. Dort gibt es 40, 50 km/h Wind. Also so starken Wind wird es hier nicht geben. Dann schauen wir uns noch jetzt gleich die Temperaturen in 1500 Metern Höhe und die Niederschlagssignale an. Und da sehen wir, dass wir hier im Westen weit überdurchschnittlich sind momentan. Danach geht es zum Jahreswechsel auf durchschnittliche Werte. Und da unten sehen wir sehr viele Niederschlagssignale in Form von Schnee, Schneeregen, Graupel. Aber erstmals ist meist der Regen am Ende des oder zum Jahreswechsel ist es eventuell wieder die Schneeform, die dann von oben runterkommt. Also am Ende des Vorhersagezeitraums pendeln wir dann um. Ja, das Mittel. Das ist jetzt für den Westen. Schauen wir uns jetzt gleich das Ganze für den Osten an. Auch hier am Anfang noch deutlich über den Vorhersagezeitraum oder des Mittels. Dann pendeln wir uns so an das Mittel heran. Und auch hier sind einige Niederschlagssignale ab Mittwoch, Donnerstag zu sehen, die dann Richtung, ja, Richtung Jahreswechsel dann abnehmen. Also auch hier erst warm, dann wieder kühler. Und das war es dann auch eigentlich schon wieder in diesem Video. Und dann sage ich, macht's gut, bis dann und ciao.